Ihr Gastgeber, Florentin Will. Wir spielen heute die Wer hat's gesagt Edition bei uns im Studio. Louis Klaproth aus Hamburg. Und sein Kontrahent Jan Böhmermann aus Bremen. Wir spielen Wer hat's gesagt. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr hört gleich ein Zitat. Und dann seht ihr bei diesen drei Paneelen angezeigt, wer dieses Zitat gesagt haben könnte. Dann geht die Zeit los. Ihr müsst auf diese drei Felder laufen. Und wenn ihr dann richtig steht, dann dürft ihr euch eine goldene Kugel holen in eure Röhre. Habt ihr das verstanden? Haben wir verstanden. Wunderbar. Ist Robby auch da, die Robbe? Ja, das werden wir gleich sehen. Vielleicht ein Zitat stammt vielleicht von ihm. Wir schauen mal rein. Hier ist Zitat Nummer 1. Meine geistig-moralischen Mechanismen sind mysteriös und komplex. Wer könnte dieses Zitat Dendemann gesagt haben? Ne? Wir schauen mal rein, was die drei Optionen sind. Auf der 1 Andreas Schäfer, auf der 2 Rainer Wendt oder 3 Schäfer. Andreas Schäfer? Scheuer. Der Erfinder des Katzenfutters, Andreas Schäfer. Andreas Scheuer. Andreas Schäfer. Also bei Rainer Wendt ist auf jeden Fall einiges komplex. Ja. Hast du mal Rainer Wendt interviewt? Na, Gottes Willen, warum? Weil er der Vorsitzende der. Moment. Aber musst du nicht mit. Nee, ganz kurz. Nee, mal bevor wir das beantworten. Eine ethische Frage. Sprichst du mit jedem als Journalist? Ich spreche mit Leuten, die relevant sind. Warum ist Rainer Wendt ist der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft? Ja, aber es ist ja erstmal ein kleiner Verein und vor allen Dingen, um ehrlich zu sein, ich spreche erstmal mit Leuten, die ich spannend finde. Aber Rainer Wendt, nein, ganz ehrlich, der hat ja. Ist er noch oder ist das passiert? Der ist, glaube ich, immer noch Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Aber der durfte ja nicht mal mehr Staatssekretär jetzt werden. Ja, aber weil Merkel ihn hintergangen hat. Ich glaube, ihr müsst eine Entscheidung treffen. Ja, Entschuldigung. Seid ihr bereit? Achtung, habt ihr es verstanden? Es geht los, die Zeit läuft ab jetzt. Wer hat's gesagt? Alter, viel Zeit, das springt herum. 1, 2 oder 3. Und letzte Chance. Richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Es ist Gerrit Saar. Ein Punkt, hol dir die Kugel. Einmal die Kugel da rein, sehr gut. Ein Punkt, auch ganz unterwegs, kein Problem. Erster Punkt für Jan Böhmermann. Tatsächlich Patrick Starr. Hast du es direkt erkannt, Jan? Ich hab's direkt erkannt, ja. Ich kenne alle SpongeBob-Folgen auswendig. Ja, aus Staffel 2, Folge 35. Ich weiß. Das gesagt, wir schauen mal direkt in Zitat Nummer 2. Wenn ich mit allen Kindern allein in den Urlaub fahre, da gibt es dann keine anderen Götter neben mir. Oh Gott. Oh Gott. Wem könnte dieses Zitat stammen? Mit allen Kindern allein im Urlaub. Auf der 1 Bert Wollersheim, auf der 2 Peter Lohmeier oder auf der 3 Peter Franziskus. Nicht wer? Peter Franziskus, sondern Papst Franziskus. Wobei, jetzt ist ich kenne ihn beim Vornamen. Ist fies. Ich kenne ihn als Peter, Jan. Es ist ein bisschen fies, muss man sagen, Peter Lohmer ist sein Vater. Ist mein Vater, ja. Normalerweise autorisiere ich ja seine Interviews. Das habe ich noch nie gelesen, insofern. Aber vielleicht ein altes Interview? Ja, könnte würde, sein. Würdest du ihm das zutrauen? Ich würde ihm so einen Spruch würde ich ihm zutrauen, ja, leider. Ja, dann mal gucken. Also, entscheidet euch, wer hat's gesagt? Die Zeit läuft ab jetzt. Wer hat's gesagt? Wirklich richtig steht. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Hallo Meier, ein Punkt. Louis, hol dir deine Kugel. Hol dir die Kugel. Louis, du darfst die Kugel holen. Jan, leider nicht diesmal. 1-1, sehr gut. Du darfst hier reinstecken. Einmal. Sehr gut gemacht. Louis, er steht. 1-1, Ausgleich. Sehr gut. Wie viel Kinder sind denn das da? Habt ihr so große Familie? Ich weiß von 4. Schauspieler, who knows? 1-1 ausgeglichen. Wir schauen mal, wer sich die Führung sichert mit Zitat Nummer 3. Du darfst nicht darauf warten, dass andere Menschen besondere Momente für dich schaffen. Erschaffe deine eigenen Erinnerungen. Boah, oh Gott. Philosophisch. Ja, philosophisch. Mal gucken, wer könnte es sein? Wem könnte das stammen? Wir schauen mal nach. Auf der 1 könnte es sein.
Heidi Klum, auf der 2 der Dalai Lama oder auf 3 Olaf Scholz? Von wem ist es? Die Zeit läuft. Wer hat's gesagt? Dieses Mal wirklich richtig steht. Ganz klar, Olaf Scholz. Seht ihr, wenn das Licht angeht. Es ist eine Kraft! Los! Hol dir die Kugel, hol dir die Kugel! Yes! Jan! Yes! Sehr gut, Luis! Jan! Es war nicht Olaf Scholz. Ich hätte hundertprozentig gedacht, dass Olaf Scholz ist. Naja. Kann man nichts machen. Du hast noch genug Chancen aufzuholen, zum Beispiel mit Zitat Nummer 4. Hier ist es. Ich nehme die AfD ernst, so wie ich auch andere Parteien ernst nehme. Wer könnte das gesagt haben? Schau mal rein. Auf der 1 haben wir Luis Klamroth, auf der 2 Anne Will oder auf 3 Philipp Amthor. Von wem stammt dieses Zitat? Ja, man muss... Leute, er hat's gesagt! Richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Hey, Luis Klamroth! Beide ein Punkt, holt euch die Kugeln, holt sie euch, sehr gut. Jeder kriegt eine Kugel, schön gemacht, abgestaubt, jeder hat sich eine Kugel. Das heißt aber nicht, dass die AfD eine Partei ist wie jeder andere, ne? Nee, aber mit welchen AfD-Mitgliedern oder Funktionären hast du schon gesprochen? In meiner gesamten Interviewkarriere 2. Ja? Einer ist schon nicht mehr in der AfD, der war so ein großer Lucke? Nazi, der hat da nicht mal reingepasst, Poggenburg. Ah, André Poggenburg, der hat eine eigene Bewegung, die Poggenburg-Bewegung. Ja, aber da ist er ja auch schon wieder raus. Also jetzt ist er, ich war jetzt mal... Kann man denn aus seiner eigenen Bewegung rausfliegen? Zu radikal für seine eigene Bewegung. Ganz krass. Okay. Und Meuthen habe ich auch. Ah, Jörg Meuthen, der verrückte Professor. Ja. Es steht 2-3 für Luis. Noch kann Jan aufholen mit diesem letzten Zitat Nummer 5. Hier ist es. Nur der ist zur Kritik berechtigt, der eine Aufgabe besser lösen kann. Wem könnte dieses irgendwas Sozi-mäßiges. Irgendwie einer der letzten 80 Vorsitzenden hat zum darauf. Verrat mal nichts, wir schauen mal die Optionen an. Auf der 1 finden wir Hildegard von Bingen, auf 2 Uli Hoeneß und auf 3 Adolf Hitler. Leute, ganz ehrlich. Wer könnte es gesagt haben, wie es dahin läuft? Wer hat's gesagt? Da helfen Sie! Da helfen Sie! Letzte Zitat! 1, 2 oder 3! Letzte Chance! Vorbei! Ob ihr dieses Mal wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Es ist Hitler! Es ist Hitler! Leider keine Punkte! Ach, schade! Stellt euch hin! Punkte in dieser Runde. Ich hab's immer gewusst, Hitler bringt uns nur Unglück. Damit gewinnt Luis diese Runde. 3-2, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, sehr gut gemacht. Toll. Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, Klamroths Konter bei NTV. Ja. Wesentlich besser als diese Sendung. Wesentlich besser, wesentlich tiefergehender und eine super Sendung von Luis Klamroth. Ja, großartig. Ja. War's das jetzt schon? Das war. Wo ist denn jetzt die Robbe? Hast du nicht gesagt, Robby kommt? Ich muss dich leider enttäuschen. Drehen Sie jetzt leid. Die Wände um und wir dürfen die Bälle einfach. Wo ist Elton? So, das war's auch schon. Mit 1, 2 oder 3. Wer hat's gesagt? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss, Publikum!